Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich mache heute ein Bild und zwar nicht mit diesem Trichter, weil dieser Trichter ist gerade abgeschnitten unten und wenn man es in die Farbe taucht, kommt da nicht so gut die Farbe raus. Und darum habe ich hier jetzt noch einen anderen Trichter. Ihr seht hier, die Kante ist schräg abgekantet. Mit diesem funktioniert es einfach besser, ihr kommt besser unter die Farbe drunter und die Farbe läuft auch gut raus. Lasst euch überraschen, ich erkläre euch alles in diesem Video. Ich habe das Video für euch jetzt gedreht, damit ihr seht, wie die Technik funktioniert. Ich habe danach noch ein großes Bild gemacht, beziehungsweise davor eigentlich schon gemacht, ohne groß was zu erklären, weil das Bild ist 80 auf 40 cm, auch mit der Kamera, die ist nicht so ganz optimal, glaube ich, gestanden. Darum erst dieses Bild zum Erklären und danach könnt ihr euch das andere schauen. Kommt dann danach. Also, viel Spaß, bis gleich. Was jetzt machen wird, alles erstmal weiß. Bedecke also die ganze Grundfläche mit weiß erstmal. Und die Schicht muss gar nicht so dick sein. Ich habe jetzt nur diese Farbe wieder erst frisch angerührt, die weiß. Oder die weiße Farbe. Und dadurch hatte ich noch einige Luftblasen, aber okay. Soll jetzt nur mal zum Zeigen sein für euch. Damit ihr das nächste Bild seht, wie ich es ungefähr gemacht habe. Weil wie gesagt, ich habe eigentlich die Kamera ziemlich weit weg haben müssen, weil das Bild 80 auf 40 cm war. Und dadurch sieht man es vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich muss das erstmal anschauen selber und bearbeiten. Dann können wir es mal sehen. Da sehe ich schon einen kleinen Fussel drin. Den machen wir raus. Okay. Meine Farben kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mich beobachtet habt in der letzten Zeit. Ich habe natürlich immer noch ein paar Restfarben. Aber die schmeiße ich nicht weg, sondern mache immer noch Bilder draus. So, ich hebe den jetzt zu hier, den Trichter. Schütt mir dann immer ein bisschen Farbe rein. Immer abwechselnd. Rot, Königsblau. Jetzt habe ich noch dieses Rot-Violett angemischt, Türkisgrün, Schwarz, einen Schuss rein, Kupfer. Dieses Gelbgrün. Ich habe immer noch die Mischung drin, also Cell Creator Bubble Booster und das 500er Silikon. So, und jetzt kommt dieser Punkt, wo ich gesagt habe, wenn es schräg ist, läuft es dann auch besser in die Farbe rein. Ich werde gleich nochmal zurücklaufen lassen. So. Mal jetzt mal die andere Seite mit etwas mehr helleren Farben, denke ich mal. Da ist es vielleicht fast sogar besser, einen kleineren Trichter zu nehmen. Schwarz mischen wir mal von oben rein. So. Ihr seht auch durch die Mischung, entstehen jetzt schon ziemlich viele Zellen.
Und das ist fast zu breit. Das wäre optimal hier. Weil da ist schon viel zu viel Farbe drin. Bei dem großen Bild kommt auch diese Spachtel zum Einsatz. Den haue ich ein bisschen drauf. Das funktioniert nicht bei diesem kleinen Bild. Ich mache jetzt vielleicht eins. Ich puste mir mal einen Handschuh auf. Okay, nicht viel. Einfach, dass wir einen kleinen Ball haben. Und hau einfach da rein. Wie gesagt, hier haben wir es ein bisschen zu groß schon. Aber ich probiere es trotzdem auch. Mach sie halt mehr an die Seite. Oh, der war zu arg. So ist schon besser. Okay. Gut. Also wie gesagt, so ist optimal, fast auch schon zu viel. Da sollte man wahrscheinlich für so ein kleines Bild einen kleineren Trichter nehmen. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Gut. Und dann sollte man eigentlich auch nur stellenweise erhitzen. Weil doch jetzt speziell meine Mischung, die bildet so viele Zellen. Ich erhitze mal da, wo ich reingetaucht habe. Sonst brauche ich gar nicht. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel wieder, da wirkt der Bubble Booster, die kleinen Zellen. Wenn man es nachher hitzt, kommen wirklich kleine Zellen hervor. Das reicht schon, das ist schon wieder wahrscheinlich viel zu viel. Aber gut. Okay. Ich lasse es kurz nochmal einwirken. War ja ein recht schnelles Bild. Und zeige es euch natürlich dann wieder von nahem. Da gefällt mir das nicht so hier. Da sind so weiße Punkte. Diese Luftblasen. Okay, aber gut. Ja. Und danach bringe ich dann das große Bild, da rede ich auch nicht viel, da lasse ich Musik laufen und schaut es euch an. Ich finde es nicht schlecht durch die Mischung von dieser Additiven, also diesen Silikon und Cell Creator und Bubble Booster, sind halt wirklich brutal viele Zellen rausgekommen. Hier hält sich jetzt noch in Grenzen, aber gut. Also dann bis gleich. So, bin zurück. Zeige ich es euch mal von nahem. Also wie gesagt, so wäre es eigentlich optimal. Nicht zu viel und vielleicht auch nicht zu wenig. Am besten einen kleinen Trichter benutzen. In der kleinen Öffnung. Aber achtet, wie gesagt, darauf, dass er schräg abgekantet ist. Und hier haben wir nämlich zu viel Farbe, kann man schon sagen. Für das kleine Bild. Okay. Also gut. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Vielleicht auch mal wieder eine neue Idee für euch. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.